geht es darum, wie wir die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre in unserem Land gepflegt werden wollen und vor allem, wie wir es organisieren. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die Prognosen, ist es relativ klar, dass wir so im Jahr 2050 4,5 Millionen Pflegebedürftige haben werden. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist es sicherlich nicht sehr viel, aber wir stehen natürlich vor großen Herausforderungen, weil wir auch sehen müssen, wie können diese Menschen auch weiterhin gut versorgt werden? Wie können wir auch weiterhin den Grundsatz ambulant vor stationär weiter gewährleisten, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die den Trend dahin entwickelt, dass es immer mehr Ein-Personen-Haushalte gibt? Und vor allem auch der Pflegefachkräftemangel, der ja auch wirklich bundesweit ein Riesenproblem ist. Und ein drittes Problem, was ich gerne an der Stelle zur Einleitung ansprechen möchte, ist das Thema Geld. Unsere Pflegeversicherung ist so gestrickt, dass die Pflegeleistungen vom Geld her gedeckelt sind, was die Pflegeversicherung zahlt. Das heißt also, wir sind in der schizophrenen Situation, wenn wir gute Arbeit und gutes Geld für die Beschäftigten verlangen und Tariflöhne verlangen, dann ist das ein qualitativer Sprung, den wir wollen, aber der derzeit noch zulasten der Pflegebedürftigen geht. Und wenn man sich anschaut, dass die Pflegebedürftigen jahrelang vielleicht sogar selbst Kinder erzogen haben, sich vielleicht auch ein kleines Häuschen oder ein bisschen was an Einkommen gesammelt haben, an Eigentum gesammelt haben, dann plötzlich in die Pflege fallen, dann sind sie vor der Situation und müssen plötzlich all ihr Hab und Gut verkaufen und sind angewiesen, so auch viele hier in unserem Land, auf die Sozialhilfe, die Hilfe zur Pflege. Und aus Sicht der SPD kann es das nicht sein. Deswegen sind wir dabei zu entwickeln, wie man auch den Weg zu einer Pflegevollversicherung gehen kann, wo wir ganz genau wissen, es gibt gute Löhne. Und die sollen nachher aber nicht von den Pflegebedürftigen gezahlt werden, sondern von der Solidargemeinschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Panel für Sie ausgedacht. Und zwar werde ich jetzt ganz kurz mal hier skizzieren, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Sie sollen heute mit uns nicht nur diskutieren, sondern auch aktiv mitmachen. Sie sehen hier drei Thementische, an die wir Sie gerne jetzt verteilen möchten, je nach Interesse. Dort ist das Thema Finanzierung, was diskutiert werden soll. Und ich möchte auch gleich die Experten dort an diesem Tisch begrüßen. Das ist zum einen Michael Weller. Er ist Leiter des Bereichs der Stabsbereichs Politik im GKV Spitzenverband. Herzlichen Dank, dass du heute den Tisch mit übernommen hast, lieber Michael. Und zu seiner Seite steht Kai Gudra-Mangold. Er ist mein Kollege, der sich mit mir gemeinsam in der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen in Berlin engagiert. Dort sind wir beide im Vorstand vertreten. Lieber Kai, auch an dich ein ganz herzliches Willkommen. Also Thema Finanzierung dort. Dann haben wir den zweiten Tisch, der kümmert sich ums Thema Personal. Und dort sind unsere beiden Expertinnen, die dort hinten stehen. Einmal Grit Genster, sie ist Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik beim Verdi-Bundesvorstand, beschäftigt sich dort mit den Feldern Gesundheit, Krankenhaus und Pflegepolitik. Und zu ihrer Rechten ist unsere langjährige Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert, die sich jetzt auch weiter engagiert im Fachausschuss in der Berliner SPD. Auch an dich, liebe Mechthild, herzlich willkommen. Und wir freuen uns darauf, heute mit euch gemeinsam dieses Panel gestalten zu können. Und eins lasse ich ganz bewusst noch offen. Das ist der dritte Thementisch zum Thema Kommune. Da werde ich gleich zu überleiten. Ich möchte nur kurz sagen, wie wir uns das vorstellen. Wir werden einen kurzen Impulsvortrag hören. Und dann sind Sie aufgefordert oder ihr aufgefordert, 20 Minuten an die Thementische zu gehen, dort zu diskutieren. Und meine Kolleginnen und Kollegen werden das alles sammeln. Wir werden das alles festhalten. Wir werden nachher eine kurze Ergebnisrunde machen. All das haben wir uns vorgenommen bis 17.15 Uhr. Und dann soll es natürlich auch im Nachgang festgehalten werden, denn diese Veranstaltung steht ja auch unter dem Motto SPD erneuern. Und deswegen brauchen wir auch neue, frische Ideen. Und Ihre Meinung, eure Meinung ist herzlich willkommen. Willkommen. So, und jetzt möchte ich gerne überleiten an den dritten Thementisch und dort darf ich den Experten heute begrüßen, an meiner Seite Udo Janning. Und viele, die aus der Pflegeszene kommen, werden ihn vielleicht schon kennen. Er ist Projektleiter einer Pflegeorganisation, die angefangen hat in den Niederlanden und zwar nennt sie sich Bützorg.
ich weiß nicht, wer von Ihnen davon schon mal gehört hat, aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Pflegeorganisation in den Niederlanden bereits 90.000 Menschen betreut und es macht in den Niederlanden fast die Hälfte der ambulanten Pflegeleistungen aus. Und Udo Janning ist derjenige, der diese tolle Idee auch mit rübergebracht hat nach Deutschland und auch in NRW losgelegt hat. Und sein Geheimrezept, das wird er gleich auch nochmal vorstellen, ist, man könnte sagen, ganz einfach Zeit. Und ich begrüße ihn ganz herzlich und wir werden Sie nachher begleiten. Mein Name ist Annika Lange. Ich hatte mich ja auch schon vorgestellt, ASG-Bundesvorstand und Landesvorstand hier in der Berliner SPD. Wir werden Sie nachher betreuen an dem Thementisch Kommune und werden mit Ihnen gemeinsam schauen, welche dieser tollen Ideen können wir vielleicht auch für uns aufnehmen und in unsere Strukturen einbringen. Aber von daher freuen Sie sich zunächst einmal mit mir auf unseren Impulsvortrag von Udo Janning. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung. Danke, schön, dass ich hier sein darf in Berlin, so vom platten Land. Ich komme so Münsteraner Raum, wem das was sagt, da ist es sehr flach. Und bin heute mal nach Berlin gekommen, um eben über Bürzorg zu reden. Ein Pflegethema, was uns immer, ich komme aus der herkömmlichen Pflege, mache seit 30 Jahren Pflege und habe schon ziemlich viel, glaube ich, auch gesehen. Und bin jetzt eben schon seit Jahren eigentlich dabei, zusammen mit unserem Geschäftsführer, immer wieder auf der Suche nach, wo bekomme ich denn Kollegen her? Weil, wie wir alle wissen, ältere Menschen, die den Hilfebedarf benötigen, werden immer mehr. Menschen, die das tun und abarbeiten, wird immer weniger. Und wir haben uns schon oft gefragt, woran das liegt. In alten Zeiten haben wir dann natürlich versucht, klar, Geld ist immer logisch, muss am Geld liegen. Das wurde dann erhöht, das hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt. Wir haben auch gemerkt, dass wir mit Sachen wie Bonussystem, Dienstwagen zur freien Verfügung, Handys zur freien Verfügung immer einen schönen kurzen Effekt erhascht haben, aber die Mitarbeiter dann doch nicht in Massen zu uns gekommen sind. Und wir haben uns gefragt, was kann das sein und sind recht schnell auf die Idee gekommen, mal die Mitarbeiter selber oder mich auch zu fragen, weil ich ja auch in der Pflege bis dato unterwegs war, was ist denn eigentlich los? Und ich konnte das sehr schnell definieren und habe unserem Geschäftsführer gesagt, ja, im Prinzip ist das, was ich als Pfleger gelernt habe, nicht anwendbar heutzutage in der Praxis. Ganz einfach deswegen, weil ich einem zeitlichen Korsett stecke, weil ich einem finanziellen Korsett stecke und weil ich eigentlich nur noch Anordnung von Dritten abarbeite. Das ist das Problem, was ich als Pfleger immer hatte. Zum einen habe ich Verordnung vom Hausarzt, die abgearbeitet werden müssen, ob Sinn macht oder nicht, habe ich nicht zu beeinflussen. Die Pflegekasse gibt mir Module vor von der Ganzwaschung, Ausscheidung. Was auch immer alles einen Menschen betrifft, ist da in Modulen, in Geld und Zeitwerten auferlegt. Und das zwingt uns dazu, eben Menschen nicht individuell zu versorgen, obwohl wir doch in unseren Verträgen alle drinstehen haben, dass wir individuell, ganzheitlich pflegen sollen und dass wir vor allen Dingen aktivierend pflegen sollen. Was ich immer wieder festgestellt habe in meiner ganzen Erfahrung, dass ich sehr wohl sehe, dass da ein Mensch ist, ich nenne ihn Herr Müller, und Herr Müller kann sich vielleicht sogar selber, Entschuldigung, selber rasieren. Ich müsste es ihm aber lernen. Und schlicht und ergreifend, dafür fehlt mir die Zeit, weil die Nächsten warten. Was mache ich also gar nicht extra und gar nicht gemein? Ich versuche mir Zeit einzusparen und rasiere Herr Müller. Herr Müller findet das toll. Er bezahlt ja auch dafür in die Pflegeversicherung und er kriegt ja auch Geld. Das muss ja auch an den Mann gebracht werden. Herr Müller freut sich dann, dass er rasiert wird und ich rasiere ihn einmal, zweimal, zehnmal, ein ganzes Jahr lang mit dem Ergebnis, dass Herr Müller das Rasieren verlernt. Das ist leider gang und gäbe und tägliche Praxis und da übertreibe ich auch nicht, weil ich wirklich viele Kollegen habe, die genau das schildern. Und die machen es nicht extra, die werden leider dazu gezwungen, in diesem System so zu arbeiten. Schnell, effektiv, wirtschaftlich. Das ist leider das. Die Ganzheitlichkeit bei den Patienten bleibt leider auf der Strecke. So, wie können wir das ändern? Erstmal gar nicht. Wir haben uns dann hingesetzt und gesagt, was sollen wir daran ändern? Wir machen die Preise nicht, wir machen die Politik nicht. Und dann lernten wir doch Zufall auf einem Kongress Joste Blok aus Holland kennen. Joste Blok aus Holland hat das gleiche Problem in Holland. Wir meinen immer, die sind so weit voraus und sowas. Nee, die hatten damals 2006, 2005 genau die gleichen Probleme. Bürokratische Hindernisse, einen massiven Abfall von Pflegekräften, die aus der Pflege rausgegangen sind, ob es Burnout war oder ob sie gesagt haben, nein, möchte ich nicht mehr. Genau wie wir bei uns. Liebgewonnene Kollegen sind plötzlich bei Lidl an der Kasse zu finden, weil sie den Job wichtiger finden und nicht so unter Stress stehen wie in der Pflege. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, und das müssen wir jetzt auch tun, wir müssen was ändern. Und er hat dann einfach geschaut, eigentlich ist Zeit das Problem. Alles beruht auf der Zeit und nicht unbedingt auf dem Geld. Was also jetzt der Unterschied zwischen Bürzorg und dem herkömmlichen Pflegesystem ist, könnte ich stundenlang erzählen, muss ich aber nur kurz mal machen. Zum einen, es geht um Wertschätzung der Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter wertgeschätzt werden, kommen sie auch wieder und dann macht der Beruf auch Spaß. Macht der Beruf nicht Spaß,
machen sie das nicht lange. Irgendwann macht der Beruf im schlimmsten Falle krank. Also brauchen wir Wertschätzung in den Teams. Der Joste Block hat das so vorgegeben und so setzen wir es hier bei uns in Deutschland jetzt versuchsprojektweise in den Teams auch um. Wir haben die Hierarchien abgeschafft, denn ich war selber Pflegedienstleiter und meinte mir anmaßen zu müssen, dass ich meinen Mitarbeitern alles vorgebe. Den Dienstplan, die Tourenplanung, die Patienten, die versorgen wollen, die neuen Kollegen, die dazukommen. Im Grunde genommen habe ich denen immer nur Steine in den Weg gelegt. Und jetzt machen die das. Die haben also keinerlei Leitungskräfte mehr. Alles im Team wird selbst bestimmt in diesen Teams, was die Wertschätzung untereinander unwahrscheinlich einhebt. Dadurch, dass wir sagen, es gibt Kleinteams, 10 bis 12 Leute maximal in diesen Teams, dann ist das Team voll und ein neues wird gegründet. Das garantiert auch, dass nicht zu viele Patienten angenommen werden. Ein Team versorgt ungefähr 40 bis 50 Patienten und das ist auch wirklich genug und dann bleibt auch genug Zeit. Und das Schöne ist, dass wir das jetzt probieren dürfen. Wir haben das Go bekommen von unseren regionalen Kassen, das ausprobieren, dass wir uns nicht mehr an Module halten müssen. Wir brauchen keine Ganzwaschung, diese ganzen Module nicht mehr aufzuführen. Was wir machen ist, wir gucken, was braucht der Mensch wirklich vor Ort und das entscheidet die Pflegefachkraft, die da ist. Und nicht der Arzt und nicht die Kasse und nicht der MDK, der ab und zu mal vorbeikommt und uns die 1,0-Siegel gibt, weil wir ja ach so sehr aktivierend pflegen, ja. Dokumentationsmäßig stimmt das immer alles. Pflegen wir aktivieren. In der Praxis sieht es leider anders aus. Da müssen wir wieder hin. So, und das ist jetzt eben das, was wir jetzt tun, hier in Deutschland mit 3 kleinen Teams. Das 4. ist gerade gegründet in Münster, in einer kleinen Stadt bei uns, um das auch mal auszuprobieren, wie es da ist. Die Teams sind im Moment 5 bis 6 Leute, die verteilen ihre Rollen in den Team. Wer macht hier was? Ich bin jetzt nicht mehr Leitung, ich bin jetzt Coach. Das heißt, ich gehe jetzt hin und schule die Mitarbeiter in dem Aufgaben, die Sie vielleicht noch nicht kennen, wie schreibe ich einen Dienstplan, wie mache ich das? Das Team bekommt ein Budget und über dieses Geld dürfen Sie verfügen. Und da ist alles drin. Wenn das Team sagt, wir brauchen ein Auto, dann kauft sich das ein Auto. Wenn das Team sagt, wir wollen kein Auto, wir wollen Fahrräder, kaufen die sich Fahrräder. Wenn das Team sagt, wir fliegen in Weiß, in Grün, in Gelb, dann tun die das. Und wenn die sagen, wir möchten nicht mehr in dem Büro fliegen, sondern wir suchen uns jetzt eigene Möglichkeiten, weil Bürzorg heißt Nachbarschaft, wir wollen ran an die Nachbarn, dann gehen die auch in die Siedlung rein und mieten sich da ein kleines Zimmerchen. All das hat das Team jetzt wieder zu entscheiden und wir merken jetzt schon, wir machen das seit 3/4 Jahr, dass sie völlig motiviert sind, dass sie ganz anders denken. Und dann gehen die zum Patienten und der hat einen großen Topf, wo das Betreuungsgeld, die Pflegesachleistung je nach Pflegegrad hineinkommt und auch irgendwann, da sind wir gerade dran mit den Kassen zu verhandeln, welche Höhe des Geldes für Behandlungspflegen da reinkommt, dann nehmen wir unseren Stundenvergütungssatz, teilen das dadurch und haben dann eine Stundenzahl für diesen Patienten individuell für diesen Monat zur Verfügung. Jetzt geht es darum, die aufzuteilen. Was mache ich also bei den Patienten? Früher habe ich vom Schreibtisch aus gesagt, okay, was hat er denn zur Verfügung? Den drücken wir 3-mal in der Woche eine Ganzwaschung rein. So, dann machen wir dies und das, dann ist das Geld gut aufgeteilt, wunderbar. Brauche aber vielleicht gar nicht, weil ich soll ja aktivieren pflegen. Das heißt, jetzt gucke ich mit anderen Augen hin. Ich gehe da rein, ich mache mir mit dem Patienten einen Überblick über sein soziales Umfeld, über alles. Ich schaue, was er im Kühlschrank hat, ich schaue, wie sein Garten aussieht, was der liebt, welche Freunde der hat, was der für Musik hört. Ich habe da wieder Zeit für. Ich gucke mir das ganz genau an und dann schaue ich, dass ich ein Netzwerk bilde um diesen Patienten drum zu. Das heißt, ich bin da sehr transparent. Ich versuche auch Netzwerke zu gründen um diesen einzelnen Individuum Menschen und versuche die Aufgaben, die ich nicht unbedingt als Fachkraft machen muss, mir einzusparen. Das heißt, ich delegiere die weg, ich schule die weg, ich frage die Angehörigen, könnt ihr das nicht machen? Was haben wir für einen Vorteil, fragen nämlich. Erstens spart ihr euch Geld und zweitens komme ich hier nicht jeden Sonntagmorgen um 6 Uhr und schmeiße euch aus dem Bett. Ihr könnt durchschlafen, wenn ihr selber um 10 Uhr macht, die steht vor 10 Uhr sowieso nicht auf. Ich komme aber um 6, was soll denn der Blödsinn? Ja, ich lerne denen das, Hilfe zur Selbsthilfe. Die können so lange fragen, wie es geht, bis sie es dann probieren. Ich stehe immer Stand bei Fuß. Ich bin immer dabei, die können mich anrufen jederzeit, wenn die sagen, nächste Woche möchte ich es nicht. Und so gelingt es mir, Aufgaben abzugeben. Und ich spare mir Zeit bei den Patienten. Und das haben wir jetzt schon gemerkt, als wir Patienten hatten, wo wir immer 50 Minuten pro Morgen waren und durchgehastet sind, durch das Gespräche mit Angehörigen, durch das Abgeben von Aufgaben, durch das Umverteilen von Aufgaben, bin ich bei den Patienten teilweise gar nicht mehr. Die ganzen Wochenenden sind die schon alleine und freuen sich darüber, dass sie alleine sind, weil wir denen gelernt haben, was sie da zu tun haben. Es ist kein Hexenwerk. Und das spart mir Zeit. Die Zeit kann ich wieder verwenden, um neue Patienten zu versorgen, die mehr Zeit brauchen. Und so entsteht irgendwann so ein Flow und irgendwann steht so ein Netzwerk, dass ich mir von dem Zeit wegnehme und dass ich dem wieder Zeit gebe. Ganz wichtig ist aber, ich muss zwingend dafür aktivierend versorgen. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir es machen. Und dann wird endlich wieder ein Mensch, der vielleicht selber mit dem Rollator bis zum Badezimmer läuft, ich es aber jetzt mit dem Rollstuhl mache, weil es einfach schneller geht,
dann wegfallen. Dann darf er wieder laufen und da kann ich ihn auch begleiten. Und da kann ich ihn auch endlich mal schulen und trainieren, weil ich den Kasten bei uns jetzt im Moment nicht melden muss, was hast du für Module erfüllt, sondern was machst du denn bei dem, was ist dir da wichtig und welches Ziel verfolgst du? Und das gebe ich der Kasse an. Wichtig als Grundvoraussetzung, sagt Joste Block auch immer, erstens fragt euch, braucht unbedingt jemand einen Chef? Und zweitens, ihr braucht Vertrauen und Transparenz. Und wir haben eine Misstrauensgesellschaft hier, leider Gottes. Die Ärzte vertrauen mir nicht, ich den Ärzten nicht, den Kassen sowieso schon mal gar nicht und keiner vertraut keinem. Wir müssen wieder hin, dass wir uns in die Augen gucken können, weil letztendlich um den, Herr Müller, um den es da geht, der schon irgendwo ganz weit ist und nur noch auf dem Papier für uns ersichtlich ist und durch Zahlen, die müssen wir wieder in die Mitte holen, weil es geht eigentlich um den Patienten und um den Pfleger. Und wenn wir die beide wieder in die Mitte und die Verantwortung zurück an die Basis geben, nämlich zu den Pflegekräften, dann kommen die Leute wieder, dann ist da eine Wertschätzung da und ich bin fest davon überzeugt und wir sehen das schon, wir haben Anfragen von Mitarbeitern, die sich jetzt direkt auf Bürzog melden, auf unser Projekt melden und sagen, wir möchten eigenbestimmt wieder arbeiten, weil wir haben die Ideen an der Basis, aber keiner hört uns zu. Das ist so im Grunde das, was Bürzog ausmacht. Danke. Ja, Ihr Applaus. Und man sieht daran, finde ich, ganz deutlich, wenn man eine Vision hat und sie dann auch lebt, dann kann man sie auch in den Strukturen durchsetzen. Und Sie haben es vorgemacht, dass es auch in NRW funktioniert, vielleicht ja auch in anderen Bundesländern. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen. Allerdings nur nicht mit dieser Frage alleine, sondern wir haben auch noch zwei weitere Thementische, wie ich Ihnen ja zu Anfang schon gesagt hatte. Und jetzt möchte ich Sie und euch gerne einladen, mit uns gemeinsam zu diskutieren und Sie und ihr sollt das Wort bekommen. Bitte teilt euch auf. Finanzierung an diesem Tisch, Kommune an unserem Tisch und dort hinten bei Mechtild Rawert und Grit Genz, da ist der Tisch Personal. Und es muss jetzt ganz zügig vonstatten gehen, damit wir schnell in die Diskussion gehen. Und nachher machen wir eine kleine Abschlussrunde, sodass auch jeder sehen und hören kann, was in den anderen Tischen oder an den anderen Tischen diskutiert wurde. Wir sehen uns punkt in 20 Minuten wieder im Plenum und ich wünsche allen ganz viel Spaß.
an. Hallo, hallo. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich bitte Sie und euch, auf die Plätze zurückzukehren zu unserer Abschlussrunde, denn wir müssen hier pünktlich um 17.15 Uhr das Feld räumen. Ich weiß, dass es sehr, sehr wenig Zeit ist für dieses spannende Thema zur Erörterung, aber es gibt hier ganz viele Ansprechpersonen, die auch im Nachgang bzw. dann auch via Internetseite und Mail erreichbar sind. Von daher kommt bitte alle ins Plenum zurück. Und ich darf auch die Kolleginnen und Kollegen von den Tischen hier zu mir nach vorne bitten, weil wir jetzt eine kleine Abschlussrunde machen sollen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich sagen, ich danke Ihnen und euch allen ganz, ganz herzlich für die vielen tollen Ideen. Ich habe jetzt leider nur den Tisch Kommune mitmachen dürfen, aber ich bin mir sicher, dass auch an den anderen Tischen ganz, ganz viel vorgestellt wurde. Und von daher herzlichen Dank. Wenn ich jetzt klatschen könnte, das ist euer Applaus. So, und bevor jetzt alle eintrudeln, möchte ich euch auch ganz herzlich einladen. Natürlich kann man das Thema Pflege und Pflegevollversicherung, Kommunen in der Pflege und Personal und alles, was damit zusammenhängt, auch weiter vertieft diskutieren. Hier in Berlin ist es über die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, asg.de, ganz einfach. Die gibt es auch in fast jeden Landesverbänden. Also von daher, wenn ihr weiter angereist sind, dann auch gerne dort an eure Landesverbände. Wir sind hier auch auf Bundesebene unterwegs. Von daher sucht euch dort die Ansprechperson und diskutiert gerne mit uns weiter. Und an unserem Tisch ist auch nochmal gebeten worden, die Internetseite von Bützorg darzustellen. Die schreibe ich gleich nochmal an. Bisschen kompliziert. Bützorg übersetzt Nachbarschaftshilfe-deutschland.de. Aber ich schreibe es gleich nochmal an, dass ihr euch dann dort auch weiter informieren könntet. Von daher, wenn ihr noch nicht in der SPD seid, tretet gerne ein und arbeitet an diesem spannenden gesellschaftlichen Thema mit uns weiter. So, jetzt darf ich die Kolleginnen und Kollegen ganz kurz zu einem Abschlussstatement bitten. Und zwar fangen wir mit dem Thema Finanzierung an. Michael Kai, wer will von euch? Kurz zwei Sätze, weil wir wirklich sehr unter Zeitdruck sind. Ja, ganz kurz. Wir hatten eine sehr interessante und auch schwierig zu steuernde Diskussion. Wir haben uns zunächst einmal um die Thematik gekümmert, wofür wird das Geld in der Pflegeversicherung ausgegeben. Wir haben ganz stark uns um die Daseinsfürsorge haben wir diskutiert und haben dann festgestellt, da waren etliche Wortbeiträge, dass die Renditen in der beim privaten Anbietern von Pflegeleistungen unanständig hoch sind. Dass man, wenn man eine vernünftige Finanzierung sicherstellen will, dass man dann die Ausgabenseite so steuern muss, dass dort auch innerhalb einem solidarischen System dort nicht so Renditen von 8 oder 10% möglich sind. Dort drumherum haben wir einige weitere Beispiele. Danke. Dort herum waren einige weitere Beispiele genannt worden. Wir haben dann diskutiert, ja, wie muss denn die Finanzierung organisiert werden. Es sind dann Themen aufgekommen, dass man über die Beitragsbemessungsgrenze sprechen muss, dass man auch über den Beitragssatz sprechen muss, insbesondere um die die Eigenleistungen, die die Pflegebedürftigen in den stationären Einrichtungen tragen müssen, die so nicht mehr tragbar sind. Also wenn wir in der Daseinsfürsorge unterwegs sind und Eigenanteile von bis zu 1500 Euro im Durchschnitt und höher haben, dann ist dies in einer solidarischen Pflegeversicherung nicht darstellbar. Und von daher muss die Finanzierung breiter aufgestellt werden und höhere Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Das kann man, glaube ich, so im Kern zusammenfassen. Und das Spannende an dem Thema ist auch, glaube ich, ich habe vor 7 Jahren auch schon darüber angefangen zu diskutieren und da war das noch gar nicht in aller Munde und es hat sich jetzt mehr und mehr auch in der Gesellschaft verfestigt, dass wir wirklich auch eine solidarische Absicherung des Pflegerisikos brauchen. Von daher ganz, ganz vielen Dank an die Ideen, die an diesem Tisch gesammelt wurden. Kai, möchtest du gerne noch ergänzen?
Ja, vielleicht ganz kurz, das Mikrofon geht. Wir haben gemerkt, 20 Minuten sind auch hier viel, viel zu wenig. Es ist klar, es war eine tolle Diskussion. Wir werden das Thema logischerweise weiterführen und beim nächsten Mal vielleicht eine Stunde für das Thema Finanzierung mit allem, was dazu geht, mindestens brauchen. Vielleicht noch zwei kurze Sachen. Das Thema pflegende Angehörige, logischerweise, war auch bei uns ein Thema. Es wurde diskutiert, so eine Lohnersatzleistung einzuführen, ähnlich wie das Elterngeld für pflegende Angehörige, staatlich finanziert. Und es gab viele Ideen, die wir jetzt gar nicht auf die Schnelle hier präsentieren können, die wir aber dann hier an die Wand bringen und dann zusammenfassen. Und man merkt, dass das Thema Pflege am Ende des Tages, Sie haben es ja auch gesagt, Herr Janning, das Sozialthema ist, was den Leuten so auf den Nägeln brennt, dass wir das jetzt schnellstmöglich noch besser als heute regeln müssen. Vielen Dank an jeden, der mitgemacht hat. Ja, Dank auch von mir und natürlich auch eine Frage der Information, weil sich viele mit dem Thema ja auch erst beschäftigen, wenn dann wirklich in der Familie ein Fall von Pflegebedürftigkeit auftritt. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wie bekommt man Informationen zur Pflege, zur Versorgung? Und ein ausschlaggebender Faktor für die Pflege, ich hatte es vorhin genannt, wenn es viele Pflegebedürftige gibt, muss es auch jemanden geben, der sie versorgt. Und natürlich sind es auch die Ehrenamtlichen, die pflegenden Angehörigen, die wirklich ganz, ganz hart daran arbeiten, ihre Angehörigen zu pflegen. Aber es sind natürlich auch die unzähligen Pflegefachkräfte und auch die Pflegehilfskräfte, die sich wirklich jeden Tag mit ganz viel Engagement um die Menschen kümmern, um ihnen auch eine würdevolle Pflege zu ermöglichen und wirklich jeden Tag auch motiviert in den Job starten. Und das war Thema am Personaltisch. Und Grit Genster und Mechtild Rawert werden jetzt kurz dort die Diskussion zusammenfassen. Grit, du hast das Wort. Wir hatten eine sehr engagierte Diskussion dazu, was muss passieren, um die Pflege, um den Pflegeberuf, die professionelle Pflege attraktiver zu machen. Und da war ein Thema, ein wichtiges Thema, die Personalbemessung, der Personalschlüssel, der muss besser werden, und zwar bundeseinheitlich, damit mehr Zeit für die Pflege bleibt. Darin macht sich vieles fest, das Thema Ausbildung. Eine Genossin hat berichtet, dass sie gar keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Man kann es sich kaum vorstellen. Also auch das gibt es noch. Mehr Ausbildung, mehr Ausbildungsqualität. Das Thema Arbeitszeit ist für die professionelle Pflege ein ganz entscheidendes Thema. Es geht um verlässliche Arbeitszeiten einerseits, aber auf der anderen Seite auch um flexible Arbeitszeiten, um Familie und Beruf auch in der Pflege gut vereinbaren zu können. Das Thema Bezahlung ist selbstverständlich ein ganz wichtiges Thema gewesen. Da floss immer wieder auch an der Stelle ein, dass die Altenpflege, der Krankenhauspflege angepasst, aufgewertet werden muss. Ansonsten gibt es einen Sogeffekt in die Krankenhäuser rein und auch über die Generalistik ist da große Problematik zu erkennen. Und deshalb muss die Altenpflege aufgewertet werden durch eine flächendeckende Tarifbindung, durch gute Vergütung und auch durch mehr Männer in der Pflege, weil wir festgestellt haben, die Männer folgen dem Geld und die wenigen Männer, die in der Pflege beschäftigt sind, haben häufig die Führungsposition. Also da muss sich auch aus gleichstellungspolitischer Sicht viel ändern. Das sind die Punkte, die mir einfallen. Wir haben noch ganz viel mehr diskutiert. Mechtild ergänzt. Ja gut, also das Thema Männerbevorzugung führe ich jetzt hier nicht aus, ist dann aber sicherlich also ein tatsächlicher Punkt. Aber wir haben auch noch über einen Bereich gesprochen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Thema Kompetenzen. Weil das ist ja auch der Bereich, also den wir jetzt hier gerade also mit dem Pflegeberufegesetz also neu geregelt haben. Und das ist auch letztendlich eine Voraussetzung, die Klärung dieser Kompetenzen, zum Beispiel für so selbstständig agierende Modelle wie Burzok. Also weil das kann ich nicht mit jeder Profession machen, das kann ich auch nicht ohne Kompetenzen machen, weil das klappt nicht und es muss genau dann festgestellt werden, was ist dann von den Pflegediagnosen angefangen. Ich will das Thema jetzt hier nicht noch erweitern, ich will aber, Entschuldigung, einen Teil noch Werbung in eigener Sache machen, und zwar für die SPD Berlin, für die, die jetzt hier aus Berlin kommen, hinweisen, Pflege geht uns alle an, auf ein Innovationsforum Pflege, wo auch diese Teile am 30. also November alle nochmal im Willy-Brandt-Haus diskutiert werden. Ihr seid herzlich eingeladen, Thema Pflege kommt, macht mit, mischt mit
und wir haben eine gute Pflege. Und eins freut mich, Pflege ist ein Generationenthema. Wir haben hier Ältere und wir haben Jüngere und das finde ich gut. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, liebe Mechthild. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, Personal- und Pflegebedingungen natürlich. Politik stellt die Rahmenbedingungen. Politik kann auch Systeme verändern. Aber gerade zum Thema Arbeitsbedingungen ist es mir auch wichtig, dass auch die Pflegeanbieter sehr gefragt sind bei den Arbeitsbedingungen. Man kann immer viel Geld zur Verfügung stellen, aber nichtsdestotrotz lebt es auch mit der Motivation auch der Leitungen in den Pflegediensten oder in den stationären Einrichtungen. Von daher trifft die auch ganz klar eine sehr, sehr große Verantwortung, wie wir aber gemeinsam, und das machen wir auch seit Jahren mit Verdi zusammen, gemeinsam im Sinne von besserer Bezahlung, besserer Arbeitsbedingungen hier für die Pflege kämpfen und uns einsetzen. So, und jetzt zu guter Letzt quasi darf ich nochmal überleiten zu Udo Janning. Wir hatten den Thementisch Kommune und er erzählt jetzt auch ganz kurz nochmal, was wir dort diskutiert haben. Ja, wir haben diskutiert über Pflege allgemein, über sollte sich die Kommune mehr einbringen können in die pflegerische Versorgung, in das Gestalten. Wir haben gesehen, dass es wohnlich auch ein großes Thema ist, was auf uns zukommt. Wie wohne ich denn im Alter? Da haben wir auch gesehen, dass in Stadt und Land und auch bei uns auf dem Plattenlande, wie ich immer sage, sehr viel Wohnfreiraum bei Menschen sind und woanders fehlt es dann wieder. Und wie kann man das verknüpfen, was ich eigentlich nur ganz kurz als Schlussresümee sagen kann. Ich merke überall, wo ich komme, dass alle sehr rührig sind, dass alle was tun wollen. Es kann irgendwie nicht sein, dass das dann nichts wird, weil egal in welchem Ort ich bin, ob groß oder klein, sind alle bemüht, was zu verändern. Also sollten wir uns alle, wenn ich von Verknüpfung, Vernetzung rede, miteinander vernetzen und sollten auch zusammen mal was bewegen, weil ich denke, das kann nur klappen, wenn der Druck irgendwo am größten ist und wenn wir noch so eine SPD im Nacken haben, die uns da auch nochmal anstupst und hilft. Ich denke, da kann das nur was werden, weil es ist alles eigentlich da. Wir haben Pflegekräfte, die es machen wollen. Die brauchen einfach mehr Wertschätzung. Es gibt genug alte Menschen, es wird immer alte Menschen, behinderte Menschen, habe ich eben gehört, gehören natürlich genauso dazu, sollen die ausgeschlossen werden. Wir können die alle versorgen, wir haben alles, wir haben eine qualitativ hochwertige Pflege. Wir müssen die Rahmenbedingungen ändern und das schaffen wir in der Pflege manchmal nicht allein. Wir wollen aber wohl, bevor wir es ganz verlernen, selbst zu denken, sollten wir jetzt rangehen und uns zusammentun, verknüpfen und versuchen, gemeinsam nochmal Druck zu machen. Dann ist vieles zu ändern und dann wird auch vieles wieder gut. Wunderbar, das ist das ganz berühmte Thema dicke Bretter bohren und da haben Sie uns auf jeden Fall an Ihrer Seite, gerade auch für neue Ideen und was kann man eigentlich auch in unserem Land umsetzen. Die Aufsteller, an denen Sie alle mitgearbeitet haben oder ihr alle mitgearbeitet habt, die werden hinten im Hintergrund nochmal aufgestellt, weil man es hier sehr, sehr schlecht sehen kann, glaube ich, aus dem Publikum. Ich habe nochmal beide Internetadressen aufgelistet, von bützorg-deutschland.de und von der asg.de und mir ist es ein großes Anliegen, nochmal zwei Grüße hier auszurichten. Das eine ist ein Gruß von Boris Felter, das ist unser Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, der heute leider nicht hier anwesend sein konnte, weil er in Sachen ASG in einem anderen Bundesland unterwegs ist. Und das Zweite ist unser lieber Genosse Herbert Weißbrot-Frei, auch langjähriger Beschäftigter bei Verdi, hat dort auch sehr, sehr für die Pflege- und Gesundheitspolitik als ehemaliger Leiter der Abteilung dort gekämpft, der sich leider Gottes heute nicht bei uns befinden kann, der diese ganze Veranstaltung vorbereitet hat. Und von ihm auch ganz herzliche Grüße und an dieser Stelle auch gute Besserung wünsche ich unserem lieben Genossen Herbert Weißbrot-Frei. So, jetzt ist die Frage... Dankeschön. Wie geht's weiter? Ich danke erstmal meinen Kolleginnen und Kollegen, die das hier so wunderbar mit moderiert haben, die Ergebnisse zusammengefasst haben. Ich habe jetzt hier noch einen Hinweis. Es gibt jetzt hier gleich eine Folgeveranstaltung, ein neues deutsches Wir mit Ferda Attermann, Professor Dr. Gesine Schwan, Aziz Boskurt und Jennifer May. Wer also gerne hierbleiben möchte, sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber ich weise gerne auch noch auf diese Veranstaltung hin. Am Montag werden wir 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Und wenn man sich überlegt, was wir hier für große systemische Veränderungen diskutieren und sich überlegt, wie das ist erst 100 Jahre jung quasi, vor 100 Jahren durften Frauen noch nicht wählen. Wer sich engagieren möchte, um 17.15 Uhr unten an der Haupttribüne wird ein Foto gemacht für all diejenigen, die diesen Aktionstag oder diese Aktion oder diesen Jahrestag mit uns gemeinsam feiern wollen. 100 Jahre Frauenwahlrecht, bitte geht in die, ja, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber auf jeden Fall dort, wo die Hauptbühne war, wo es vorhin ziemlich voll war, dort wird ein gemeinsames Foto gemacht.
Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen und euch verabschieden. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele tolle Ideen mitgenommen, die wir sicherlich auch in unsere weitere politische Arbeit einbringen werden. Und ich kann Ihnen und euch nur raten, bitte bleibt weiterhin am Ball, denn wenn sich in der Pflege was ändert, dann können wir es nur gemeinsam erreichen. Und von daher wünsche ich Ihnen noch einen tollen Tag. Wer bei der Party noch dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Viel Spaß heute Abend, viel Spaß morgen. Und all die, die von weiter weg kommen, ich selbst bin Berlinerin, nein, Spandauerin, alle die, die weiter weg kommen, denen wünsche ich morgen oder heute eine ganz, ganz wunderbare Heimreise. Und insbesondere nochmal Dank an unseren Experten Udo Janning, der uns dieses tolle Projekt hier vorgestellt hat. Vielen, vielen Dank.